Also Studiengang Markenkommunikation und Werbung ist ein richtig sexy Studiengang, weil ich hier lerne, wie ich Marken führe, wie ich Marken gestalte und vor allem, wie ich auch Kommunikation betreibe rund um Marken. Um Markenkommunikation und Werbung zu studieren, muss man ein gewisses Maß an Kreativität mitbringen, Neugier und Lust haben, sich auf Dinge einzulassen, wo ich nicht weiß, wie es ausgeht. In der Werbebranche gibt es einen richtigen Paradigmenwechsel, also Werbung alter Natur, so nach dem Motto Kauf, du Sau. Ja. Unternehmenszentriert hat heute eigentlich gar keine Relevanz mehr. Werbung findet sehr stark auf digitalen Kanälen statt und beschäftigt sich vor allem mit den Needs der Konsumenten, mit User Experience ganz stark. Naja, die berufliche Zukunft von Studierenden ist definitiv nicht nur in den Medien, sondern auch außerhalb der Medien. Wir haben ja hier sehr viele reale Projekte. Das ist einmal Rolls-Royce. Für Disney Channel entwickeln wir ein Design. Für Coffee Philos eine virale Kampagne. WWF, also auch ein NGO. Und da haben wir einmal einen Film, da haben wir eine virale Kampagne. Dort kümmern wir uns ein bisschen mehr um Forschung, um Insights von Consumern. Um Consumer Experience. Also es ist ein ganz vielschichtiges Angebot und Studenten, die so etwas bei uns in den Projekten gemacht haben, die werden draußen auch wirklich gesucht.